Liebe Trader, weiter geht es in unserer Serie Signalbesprechung. Heute mit einem Swing Trading Signal und zwar das 1234er Long. Ich rede ja immer gerne von diesen scharfen Pullback-Bewegungen in trendstarken Aktien. Zum einen neigen diese trendstarken Aktien zu 2- bis 3-tägigen scharfen Rücksetzern. Im nächsten Schritt beobachtet man dann aber auch, oder ist es ein häufig zu beobachtendes Phänomen, dass diese Einbrüche gerne direkt wieder mit Käufen beantwortet werden und oft dauert es dann auch nicht lang, bis die Aktien auf neue Bewegungshochs durchziehen. Quasi nach diesem kurzen Bereinigungsprozess, ja, haben sie sofort wieder für diese schwachen Hände feste Hände gefunden und die Aktien ziehen weiter durch. Dieser Angebotsüberhang kurzfristig wurde abgebaut und das 1234er Long-Signal hat quasi hierfür ein festes Regelwerk. Und die Strategie dahinter ist wirklich, über diese Rücksetzer in den übergeordneten Primärtrend via Swing Trading Ansatz einzusteigen. Und wie das genaue Regelwerk dafür aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Zum einen benötigen wir ein 14-Tage ADX, dessen Wert größer als 30 ist. Was ist der ADX? Der ADX ist eine Abkürzung für den Indikator Average Directional Movement Index von Joe Weltzweider, ist nichts anderes als ein Trendstärkeindikator. Und dieser Indikator arbeitet mit einem Plus-DI-Wert und einem Minus-DI-Wert. Und hier ist das weitere Zusatzkriterium, dass der 14-Tage-Plus-DI-Wert größer ist als der 14-Tage-Minus-DI-Wert. Denn die Trendstärke kann ja in beide Richtungen gerichtet sein. Und durch diese Bedingung stellen wir einfach sicher, dass es sich bei diesem starken Trend um einen Aufwärtstrend handelt. Also das ist Grundvoraussetzung Nummer 1. Und als nächstes muss die Aktie entsprechend 3 Tage korrigiert haben mit jeweils tieferen Tiefs. Alternativ reichen aber auch 2 Korrekturtage mit jeweils tieferen Tiefs und einem Inside Day. Es ist egal, wann dieser Inside Day vorkommt, aber ideales Szenario ist natürlich, wir haben eine 3-tägige scharfe Korrekturbewegung mit jeweils tieferen Tiefs. Und wenn dann am 4. Tag das Hoch von Tag 3 um ein Achtelpunkt überschritten wird, das generiert dann quasi unser antizyklisches Long-Signal. Dann steigen wir in diese Bewegung ein, versuchen in diesen übergeordneten Primärtrend hineinzukommen und als ja, den Stop, den platzieren wir dann meistens oder wird im Normalfall in der Nähe des Tiefs des 3. Tages platziert und damit stellen wir eigentlich auch immer ein recht gutes Chance-Risiko-Verhältnis sicher, denn wir reagieren ja sofort auf diesen ersten starken Tag, der uns ja schon signalisiert, dass dieser Verkaufsdruck ausgelaufen ist und insofern arbeitet, also das spricht auf jeden Fall für diesen Ansatz, dass man hier immer mit recht guten Chance-Risiko-Verhältnissen arbeiten kann, weil die Verlustpotenziale relativ klein sind und man eben eng absichern kann. Und wie das Ganze jetzt konkret ausschaut, dafür gehen wir in die Plattform. Wir sehen zum Beispiel in den letzten 5 Tagen hatten wir 10 von diesen Signalen. Vorhin war die Echtzeittrefferquote ja auch noch einen Tick besser. Man ist auf jeden Fall mit diesen Signalen, gerade auch Rebound-Signale wie den Lonely Warrior, besser gefahren, also mit den antizyklischen Long-Einstiegen wie die prozyklischen Signale. Wir sehen zum Beispiel die Breaks über diese Abwärtstrendstrukturen. Ja, die sind extrem schlecht jetzt geworden. Die Breaks auf neue Hochs haben wieder leicht zugenommen an Erfolgsquote. Aber grundsätzlich, der Markt tut sich immer noch schwer und ich bevorzuge immer noch schärfere Pullback-Bewegungen, gerade bei diesen trendstarken Aktien. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen. Kleiner Ladefehler und uns das Ganze jetzt anschauen für die letzten Tage, zum Beispiel eine Krammer. Krammer, einer der trendstärksten Werte, deutlicher Outperformer, gerade auch unter den Autozulieferern und wir sehen, Bedingung erfüllt. Ja, wir hatten hier 1. Korrekturtag mit neuem Tief, 2., 3. und dann am 4. Tag wurde das Tief vom 3. Tag um ein Achtelpunkt herausgenommen und das wäre dann quasi der Trigger für unser Long-Signal, um in diesen übergeordneten Primärtrend hineinzukommen und
Für unsere Absicherung nehmen wir uns hier das Tief vom Vortag und wir sehen recht enge Bezugsgröße gegenüber dem Potenzial, weil diese trendstarken Aktien ja gerne dazu neigen, direkt nach diesen scharfen Korrekturen sofort wieder durchzustarten. Ein weiteres Beispiel vielleicht noch mit Kion. Bei Kion sei erwähnt, dass ich gerade Position in der Aktie halte. Ebenfalls hier hatten wir jetzt drei Korrekturtage mit jeweils neuen Tiefs. Dann am vierten Tag wurde das Tief beziehungsweise das Hoch vom dritten Tag herausgenommen und das Signal hat auch bis heute noch Bestand. Ja, wir wären also immer noch mit unserer Position in der Aktie drin und somit hat man einfach ein festes Regelwerk, um diesen Einstieg bei diesen scharfen, im Idealfall natürlich scharfen Pullback-Bewegungen zu bekommen. Und weil es doch ein sehr häufig zu beobachtendes Phänomen am Aktienmarkt ist, sollte man dieses Signal auf jeden Fall in sein Strategierepertoire hinzunehmen.